Es soll weg. Das LSD-Erotik-Kaufhaus an der Potsdamer Straße wird bald einem Bürogebäude weichen. Auch das Gelände des Woolworth auf der gegenüberliegenden Straßenseite wurde verkauft und soll neu bebaut werden. Baurecht besteht noch nicht, aber Pläne gibt es bereits. Wie diese aussehen, weiß der Investor Till Oliver Kalene. Zunächst mal soll da rückgebaut werden, der LSD bzw. das umgebende Haus und auch auf der anderen Seite der Woolworth. Um nochmal einen neuen Start an der Ecke hinzulegen, bedarf es unserer Meinung nach einen Neubau oder zweier Neubauten, die sicherlich die Ecke auch prägen werden. Und wir sind nun mal im gewerblichen Bereich hier tätig und also damit ist nicht das althergebrachte Gewerbe der Ecke gemeint, sondern eigentlich ein zukünftiges, modernes, frisches, schönes Gewerbe, was uns allen Spaß macht und auch vor allen Dingen der Nachbarschaft, denke ich, ein bisschen mehr bringt. Wen stellen Sie sich denn als zukünftige Mieter vor? Sie haben ja in der Presse gelesen, dass es da Interessen gibt von relativ großen Konzernen, DAX-Konzernen, die sich in Berlin ansiedeln möchten. Das ist sicherlich ein Klientel, was wir betreuen möchten, wo wir auch glauben, dass die Stadt davon nachhaltig profitieren kann, durch die Arbeitsplätze, die ja dann in nicht ganz unumfänglichem Maße hinzukommen werden. Auf der anderen Seite haben wir selbst eine Hotel-Boarding-Kette, die wir in Berlin errichten. Sie sind ja durch die Tür gekommen, da haben Sie es gesehen. Pearl One, die möchten wir hier etablieren, möchten 5 Standorte damit jetzt generieren im eigenen Bestand und eins davon wird sicherlich auch dort sein Zuhause finden. Seit Jahren wird der pinke LSD-Schriftzug mit dem Kiez in Verbindung gebracht. Kritik am Abriss des Erotikfachgeschäfts kommt von der Interessengemeinschaft Potsdamer Straße. Der Neubau würde das Straßenbild nachhaltig verändern. Zum einen ist es natürlich ein großer Abschied. Also das ehemalige Wegerthaus, das ist hier einfach ein Landmark und auch Woolworth. Also diese Ecke ist Potsdamer Straße. Also es gibt hier noch andere Ecken, wo man sie sofort erkennt, aber das ist eben eine Ecke. Und dass die verschwinden soll, ist erstmal sehr bedauernswert. Ja, also so. Was dann da gebaut wird, keine Ahnung. Ich hoffe, es wird wenigstens interessant und macht diese Straße nicht absolut langweilig, weil es ist einfach auch so eine wichtige Ecke, wenn hier ein langweiliger Bau hinkommt, aber das ist dann ja teilweise auch Geschmackssache. Nicht nur die Sorge vor einer Veränderung des Straßenbilds treibt Regine Wosnitzer um. Auch die Vertreibung der kleinen Mieter bereitet ihr Kopfzerbrechen. Es gibt hier so viele kleine Läden und Imbisse, die einfach hier, die hier leben und teilweise auch arbeiten, gut versorgen. Ja, und warum sollen die dann vertrieben werden? Das ist doch, ich meine, was ist das für eine Aufwertung? Die Befürchtungen der Anwohnerinitiative sollen sich jedoch nicht bewahrheiten. Es wurden bereits Gespräche mit den alteingesessenen Mietern geführt. Bisher ist nicht geplant, dass sich das bestehende Angebot an der Potsdamer Straße verändert. Wir haben einen Teil Mietverträge schon geschlossen, weil wir eben mit den vorhergehenden oder jetzigen Mietern natürlich Vereinbarungen geschlossen haben. Neue Mietverträge haben wir noch nicht abgeschlossen. Das wäre auch relativ realitätsfern, solange wir nicht mit der Stadt und der Stadtplanung die Projekte wirklich so abgesprochen haben, dass sie realisierbar sind. Wir siedeln die vorhandenen Mieter weitgehend um innerhalb der beiden Gebäude. Es wird also keine Veränderung der Mieterstruktur im Erdgeschoss geben, bis auf wenige Ausnahmen. Der Woolworth wird dort bleiben. Rossmann möchte bleiben, wir würden das auch begrüßen. Ein Dönerladen wird bleiben, der Bäcker wird bleiben. Also je nachdem, wie wir auch mit den Herrschaften flächenmäßig kongruieren können mit der Planung, freuen wir uns natürlich über die Bestandsmieter. Auch wenn die Bestandsmieter bleiben werden, das LSD-Erotik-Kaufhaus wird verschwinden. Dabei gehört es zum Straßenstrich dazu, denn die Räume wurden unter anderem als Verrichtungsort von den Prostituierten genutzt. Das ist ja ein offenes Geheimnis und im Prinzip spannt sich die Lage dadurch noch mehr an, weil es werden noch mehr Vollzugsorte vernichtet. Also was in den letzten 5 Jahren passiert ist, dass die ganzen Brachen verschwunden sind, dass die ganze Flottwehrstraße bebaut worden ist und kein Ort des Vollzugs mehr sein kann, also ein relativ auch dezenter. Ja, das ist ja, die ganzen Neubauten haben ja die Situation hervorgebracht, dass jetzt Freier und Prostituierte, was ich nicht begrüße, ich finde das blöd, wenn die das machen, aber immer mehr in Hauseingänge, Gärten und sonst was drängen. Die haben keine Arbeitsplätze mehr,
sozusagen. Und es gibt Arbeitsplätze in dem Sexkaufhaus. Ja, und wenn die jetzt auch noch verschwinden, dann wird die Situation hier eher noch angespannter. Der Bezirk Schöneberg-Tempelhof und der Bezirk Mitte, die hatten Ideen für Verrichtungsboxen. Schöneberg würde sie gerne am Bülowbogen aufbauen und Mitte in der Nähe des Tempelhofer Fells. Wie stehen Sie denn diesen Verrichtungsboxen gegenüber? Finde ich sehr positiv. Und zwar Verrichtungsboxen für Autos, für Radfahrende, also für Autofahrende, für Radfahrende und für zu Fuß gehende. Aber so nah dran am Straßenstrich wie möglich. Ja, egal, ob das über irgendwelchen noch existierenden Brachen sind oder unterm Bülowbogen. Es muss so nah dran sein, dass sie dann auch wirklich genutzt werden. Trotz des zweifelhaften Rufs des Kiezes lockt die Gegend Investoren an. Die Gefahr, dass die Gebäude in solchen sozialen Brennpunkten am Ende nicht vermietet werden, gehört aber zum Berufsrisiko dazu. Das Risiko hat man immer als Investor. Und das ist das kleine Risiko, was ein Projektentwickler nun mal hat. Wir können natürlich keine Garantie dafür abgeben, dass ein Projekt zündet, wenn Sie so wollen. Ich denke aber schon, dass die Ecke eben davon lebt, wie sie eben jetzt ist, mit Brüchen. Das ist sie. Die Brüche nehmen wir positiv auf. Wir würden die auch gerne integrieren, weil davon lebt Berlin auch ein Stück weit. Also der Klassiker ist ja, man zieht nach Berlin in seiner schönen Wohnung im Prenzlauer Berg, findet Kneipen toll, kommt nach Berlin, wohnt da. Und in dem Moment, wo die Kneipe unter einem ist, findet man die Kneipe eben nicht mehr toll, sondern wird als Mieter gerne dagegen agitiert, dass die Kneipe nun da ist oder Lautstärke. Wir sind in der Stadt und die Stadt lebt davon. Und eben auch von solchen Brüchen, klar. Trotz der Brüche, die den Kiez seit Jahrzehnten ausmachen, hofft der Investor, dass der Straßenstrich bald Geschichte ist. Es gibt ja Kollegen, die in der Straße sehr erfolgreich und auch wirklich sehr schöne Wohngebäude errichtet haben. Es gibt einen Kollegen, der direkter Nachbar von uns ist, der noch Erweiterungen seines Bestands, Mietgebäudes plant und erwägt, soweit ich das weiß. Auch das hat ja schon eine Auswirkung gehabt. Sicherlich nicht die, die sich alle erhofft haben, da gebe ich Ihnen wohl recht. Allerdings eine wahrscheinlich zweijährige Bauzeit von diesen beiden Gebäuden wird einfach eine ganze Menge von den Kunden wegnehmen und wahrscheinlich auch das Ganze drumherum ein bisschen begradigen. Das sieht Regine Wosnitzer anders. Ihrer Meinung nach lässt sich im Kurfürstenkiez nichts begradigen, indem man einfach neue Büros baut. Beim Thema Straßenstrich müssen Kompromisse gefunden werden. Fragt sich, wie oft er erwähnt wird und ob er immer nur erwähnt wird oder wie damit umgegangen wird. Ja, und da sind ja im Augenblick glücklicherweise wieder Diskussionen im Gange. Und es ist ja auch so glücklicherweise, dass nur 30% der hier Anwohnenden einen Sperrbezirk möchten. Also durchaus auch bereit sind zu schauen, wie sie mit dem Straßenstrich hier existierenden Straßenstrich umgehen. Sodass alles, was hier immer wieder versucht wird, um eine Verträglichkeit zwischen Straßenprostitution und hier Anwohnenden, hier Arbeitenden geschaffen werden kann, dass das begrüßenswert ist. Der Investor zeigt sich weiterhin optimistisch, denn die Neubebauung könnte auch eine Chance für die Anwohner und ihren Kiez sein. Was würden Sie denken, was sich die Anwohner dort wünschen? Dass es so bleibt, wie es ist, oder dass sich vielleicht etwas verändert? Das kann ich nicht vorwegnehmen. Die Wünsche der anderen, Dritten kann man immer schlecht prognostizieren. Wir würden uns wünschen, dass eine Befriedung stattfindet. Das geht ja nicht nur um die Prostitution, es geht ja auch um die Prostitution umgebende Kriminalität. Die Damen ist ein Problem, aber es ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist ja die Beschaffungskriminalität, es sind die Zuhälter, es ist das Glücksspiel, es sind viele dieser Dinge, die das Leben für die Anwohner da, glaube ich, relativ schwierig machen. Und da ist das jetzt eine einmalige Chance seit 30 Jahren, die ganze Ecke so demonstrativ neu zu entwickeln, dass man diese Chance auch wahrnehmen sollte. Auch damit man langfristig Stadtplanung hier betreibt. Sie haben eben gesagt, dass man die Wünsche der Anwohner nicht vorhersehen kann oder vorhersagen kann. Ich habe eben mit einer Anwohnerinitiative gesprochen und sie meinte, dass sie viel zu wenig mit eingebunden werden in den Prozess, was mit ihrer Straße passiert. Was würden Sie dieser Initiative sagen? Also erstens sind alle willkommen, die eine Meinung dazu haben. Wir befinden uns ja im Entwicklungsprozess. Wir haben die Grundstücke gekauft, wie Sie alle wissen. Wir haben noch Restlaufzeiten in den Mietverträgen. Wir müssen ein Baurecht erstmal schaffen. Und bevor wir kein Baurecht haben, können wir auch über
keine Flächen verfügen, über die wir reden könnten. Bis jetzt habe ich in diesen beiden Gebäuden nur wenige Mieter, alle gewerblich. Es gibt keine Wohnungen, die wir verdrängen, keinen Luxus, den wir kreieren, der nicht da wäre. Das Produkt, was wir kreieren, ist dort nicht und auch in der Art nicht. Insofern, die Damen und Herren sind herzlich eingeladen. Sie stehen für jeden Diskurs zur Verfügung. Warum auch nicht? Es ist halt eine Stadt. Ne? Dem kann die Interessengemeinschaft Potsdamer Straße nicht zustimmen. Denn die Anwohner fühlen sich vollkommen übergangen. In Zukunft sollten alle Parteien mit eingebunden werden. Denn nur mit Teamwork kommt man ans Ziel. Alle, die involviert sind, dass die ganz eng zusammenarbeiten, weil es eigentlich schon ein Unding ist, finde, dass ein Investor an dieser prominenten Ecke zwei Grundstücke hat, dass sie sich ganz eng abstimmen und dann vielleicht auch als zwei Bezirke noch mehr Druck ausüben können, um Ziele zu erreichen, die in eine Richtung gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung, Geschäftsstraßenentwicklung geht. Und dann als drittes, dass natürlich sowohl der Investor als auch die Bezirksämter mit den Foren reden, die seit 20 Jahren durch die Quartiersmanagementgebiete hier in Sachen Bürgerbeteiligung geschult worden sind. Ja, und wir machen gerade im Tiergarten Süd sehr viel Bürgerbeteiligung. Wir haben das Bezirksamt Mitte schon auf so viele Sachen hingewiesen, die wirklich hilfreich sind und die wissen, dass wir gut und produktiv arbeiten. Dann bitte redet auch in diesem Fall mit uns. Der Kurfürstenkiez sorgte bisher regelmäßig für Schlagzeilen. Nun verändert er sich von Grund auf. Eine für alle Parteien gerechte Lösung scheint aber noch in weiter Ferne. Wie sich diese Veränderungen auf den Kiez und seine Anwohner auswirken werden, kann am Ende nur die Zeit zeigen.